Ja, ihr habt mich die ganze Zeit viel an Motorrädern rumschrauben sehen und die ganze Zeit stand ein zerlegter, geöffneter, in Einzelteilen verstreuter CB1300 Motor hier rum. Das ist eigentlich nicht gut für den Motor, so verstreut hier rumzustehen, und zwar auch eigentlich nicht so geplant. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, ich habe es halt vor dem Urlaub nicht mehr geschafft, alle Videos an dem Motor zu drehen, alle Sachen zu erforschen, die ich wollte. Und dann stand er halt da, da bin ich erstmal in Urlaub gefahren und vom Urlaub kam dann das arme Moorhuhn mit zurück, kaputt, und das musste repariert werden. Da mussten zwei Motorräder verkaufsfertig gemacht werden und dies und das und lauter wichtige Dinge. So ist der Motor stehen geblieben. Ja, der Motor ist stehen geblieben. Wahrscheinlich, weil er kaputt ist, ja. Okay, das ist jetzt zweideutig. Egal. Jetzt geht's weiter an dem CB1300 Motor. Mit dem Motor als Hauptdarsteller, und dafür sage ich willkommen bei Zams Channel. Es soll also nochmal ums Motorradgetriebe gehen. Das ging es ja schon ein paar Mal. Wir haben gesehen, warum es klackt. Wir haben gesehen, wie es aussieht, wenn sich das da innen drin bewegt, wie es durchschaltet. Aber ich habe so das Gefühl, so von den Fragen, die ich so bekomme und den Kommentaren, dass da noch ein bisschen Nachholbedarf ist im wirklich grundlegenden Verständnis, wie jetzt so ein Ding eigentlich wirklich funktioniert. Und das möchte ich jetzt mal versuchen, ob es gelingt, weiß ich nicht, versuchen, dass das wirklich jeder versteht. Mal gucken. Schalten bedeutet ja für viele, dass sie auf den Schalthebel treten oder dran ziehen. Das ist jetzt tatsächlich der Schalthebel an der CB1300. Und da gibt es jetzt einen relativ komplizierten Mechanismus. Der sieht kompliziert aus und ist es auch ein bisschen, der aus diesem Runterdrücken und Hochziehen des Schalthebels eine Drehbewegung erzeugt. Und das sind die Einzelteile dieses Mechanismus. Man kann es in meinem vorhergehenden Video zu diesem Motor sehr schön sehen, wie ich das Ding auseinanderbaue und wie die Einzelteile zusammengehören. Das will ich jetzt nicht durchkauen, sondern mir geht es einfach nur darum, festzustellen, dass aus dieser Schalthebelbewegung eine Drehbewegung wird. Und zwar hat die Drehbewegung den Zweck, dieses Teil, nämlich die Schaltwelle, in Drehung zu versetzen. Ein Teil dieses eben gezeigten Mechanismus greift also hier drinnen an und dreht diese Schaltwalze in die eine oder in die andere Richtung. Dafür sind diese Einbuchtungen da. Das sind kleine Hebelchen, die ganz einfach hier eine tangentiale Kraft aufbringen und dann zu einer Rotation führen. Das Ganze ist hier gelagert, hier ist ein schönes Kugellager. Und hier hinten ist ein Stern drauf. Da greift ein anderer Teil dieses Mechanismus ein, den ich eben gezeigt habe, nämlich ein Rollenrad, welches federgelagert ist. Und dieses Rollenrad arretiert hier die Gänge. Das heißt, dieser Stein hier hinten sorgt dafür, dass die Gänge einrasten. Und diese kleine Einbuchtung hier oben, die man sieht, viel kleiner als die anderen, würde ja praktisch auch so einer Spitze von so einem Stern entsprechen. Und diese Spitze von dem Stern ist weggenommen, sodass also praktisch in der Mitte zwischen zwei Gängen ein Rastpunkt herrscht. Und dieses in der Mitte zwischen zwei Gängen ist der Leerlauf. Es ist immer in der Mitte zwischen zwei Gängen ein Leerlauf, nur an einer einzigen Stelle, nämlich zwischen dem ersten und zweiten Gang, wo hier diese Nase sozusagen platt gemacht worden ist. Nur da rastet der Leerlauf, aber vorhanden ist er im Prinzip zwischen jedem Gang. Das muss so sein. Wenn das nämlich nicht so wäre, könnte das Getriebe kaputt gehen, wenn nämlich der eine Gang noch drin wäre, während der andere schon reingeht. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Dann gibt es ganz großen Müll im Getriebe. Deshalb ist auch genau an dieser Stelle oder genau an dieser Stelle oder genau an dieser Stelle und an dieser Stelle ein Leerlauf. So. Nur hier rastet es nicht, weil es hier auf dem Berg steht. Und wenn diese Rolle, die will immer nur ins Tal runter, hier rastet sie. Und hier an dieser einen Stelle, wo der wirkliche Leerlauf ist, zwischen dem ersten und zweiten Gang, da kann das rosten. Da kann das rasten. Rosten natürlich auch. So, also. Somit ist klar, diese Welle dreht sich und somit ist klar, diese Welle kann rasten an ganz bestimmten Positionen. Diese Welle ist also hohl, um Gewicht zu sparen. Sie hat Ausfräsungen hier oder hier Tieffräsungen, auch um Gewicht zu sparen. So kleine Dinge. Sie hat
Hier noch was Interessantes. Diesen Nocken, der hier existiert, dieser Nocken betätigt den Leerlaufschalter, damit man im Cockpit angezeigt bekommt, aha, ich bin im Leerlauf. Das ist diese Nase, die drückt einfach auf diesen Schalter drauf. Und dann geht das Lämpchen an. Aber das Wichtigste bei dieser Schaltwelle sind diese drei Spuren. Eins, zwei, drei. Diese drei Spuren sind im Prinzip das Wichtigste. Diese Spuren wandeln nämlich die Drehbewegung der Rolle wieder in eine Längsbewegung. Und zwar in der Gestalt, dass in diesen Spuren solche Schaltgabeln reiten und von diesen Spuren verschoben werden können. Sprich, in eine bestimmte Position gebracht. Von diesen Schaltgabeln gibt es also drei Stück. Zwei große und eine kleine. Die kleine, das sehen wir gleich, geht auf die Getriebeeingangswelle und die beiden großen gehen auf die Getriebeausgangswelle. Was das ist und wie das genau aussieht, sehen wir auch gleich. Im wirklichen Leben, sprich im Motorrad, sind diese Schaltgabeln einfach auf eine Achse aufgefädelt, manchmal auch auf zweien, und sind im Motorgehäuse so positioniert, dass die also mit ihren Spuren, dass die also mit diesen Nöppeln in der Spur laufen, also mit den Spuren korrespondieren, wo sie hingehören. Das kann ich jetzt hier auf dem blauen Tisch, ist ja blau, jetzt nicht nachstellen, aber ich denke, man kann sich das ganz gut vorstellen. Und auf diesem Ding kann das hier also verschoben werden. Alle drei Schaltkabel. Also nochmal zusammenfassen, wir haben eine Trittbewegung des Fahrers, welche hier wirkt. Die bewirkt eine Drehung dieser Schaltwalze. Hier wird eine Rastung bewirkt und die Drehung bewirkt eine Längsverschiebung dieser Schaltgabeln entlang dieser Achse. Mehr ist es nicht. Das war doch schon mal einfach, oder? So ein Getriebe besteht also aus zwei Wellen. Der Getriebeeingangswelle und der Getriebeausgangswelle. Die Getriebeeingangswelle wird manchmal auch Hauptwelle genannt. Das ist die, wo die Kupplung drauf ist. Ich habe da extra jetzt mal die Kupplungsnarbe hier drauf gesteckt. Warum eiert denn die so? Ach, da ist die Dämpfer, auf dem Dämpfergub ist noch nicht richtig drauf. Deshalb eiert die so. Ich habe die Kupplungsnarbe jetzt extra mal da drauf gesteckt, dass man sieht, das ist die Getriebeeingangswelle. Und was die Schaltgabeln jetzt machen, ist Folgendes. Die Schaltgabeln haben eine Position, wo sie immer liegen. Und zwar bei der Getriebeeingangswelle gibt es nur eine Schaltgabel, und zwar die kleine. Und die hat ihre Position genau hier. Das ist konstruktiv festgelegt, die kann da nicht weg. Geführt wird sie von der Achse, die ich eben gezeigt habe. Und diese Schaltgabel macht Folgendes. Die bewegt dieses Zahnrad in diese oder in die andere Richtung. Das ist das, was das Schieben letztendlich bewirkt. Die Bewegung des Zahnrads. Das hier ist die Getriebeausgangswelle. Die habe ich mal in die obere Hälfte des Motorgehäuses reingelegt. Ich will die nämlich absichtlich erstmal getrennt betrachten und auch getrennt in Anführungsstrichen funktionieren lassen. Die Getriebeausgangswelle hat ja zwei Schaltgabeln, wie gesagt. Und zwar sitzt eine genau hier und die andere sitzt genau hier. Ja, möglicherweise muss man eine rumdrehen, damit sie sich nicht berühren. So. Und diese Schaltgabeln tun nichts anderes wie bei der Getriebeeingangswelle, nämlich Zahnräder verschieben. Und zwar hier im Falle der Ausgangswelle sind es zwei Positionen, wo Zahnräder verschoben werden. Ich bin jetzt wieder bei der Getriebeeingangswelle. Hier ist also die Kupplungsnarbe. Und hier ist dieses eine verschiebbare Teil. Und ich bin jetzt im Leerlauf. Das erkenne ich dahin, dass hier das frei rotieren kann und das Zahnrad kann auch frei rotieren. Und dieses verschiebbare Element dient jetzt ganz einfach dazu, entweder mit diesen Klauen quasi in diesem Zahnrad einzurasten, so nämlich, oder alternativ dazu, aber auf gar keinen Fall gleichzeitig, mit diesen Klauen
in diesem Zahnrad einzurasten. Hier sind die Klauen auf dieser Seite und können hier in Lücken einrasten. Praktisch hinter diesem Ring sind Lücken, wo diese Schaltklauen einrasten können. Diese Dinger nennt man Schaltklauen. Diese oder auch Docks nennen sie die Engländer oder die Amerikaner. Und die können entweder so oder so einrasten. Dadurch wird im Prinzip der Schaltvorgang ausgelöst. Und man sieht vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, dass es eine Stellung gibt und geben muss, wo weder rechts noch links eingerastet wird. Und das ist die Leerlaufstellung. Und es darf auf gar keinen Fall auf beiden Seiten gleichzeitig einrasten. Das ist konstruktiv verhindert, das geht gar nicht. Wir haben also auf der Eingangs- und auf der Ausgangswelle jeweils 5 Zahnradpaare, die immer ineinander im Eingriff sind. Das sehen wir nachher noch. 5, weil das sich hier um ein 5-Gang-Getriebe handelt. Wenn es sich um ein 6-Gang-Getriebe handeln würde, hätten wir 6 Zahnradpaare, die immer im Eingriff sind. So, und jetzt wird es interessant. Wir haben also hier Zahnräder, die sich frei drehen können, ohne dass sich die Welle dreht. Hier drehe ich an der Kupplung, da passiert nichts. Das heißt, ich kann, wenn ich an der Kupplung drehe, kann ich diese Zahnräder festhalten. Das heißt, die gleiten frei, diese beiden. Die können nur mit der Welle verbunden werden, indem sich dieses Element entweder in die eine oder in die andere Richtung verschiebt. Denn dieses Element ist fest mit der Welle verzahnt. Das lässt sich nicht frei drehen. Das heißt, das dreht sich immer mit der Welle. Genauso diese Räder, dieses Zahnrad hier und dieses Zahnrad hier, ist fest mit der Welle verbunden. Es gibt also Zahnräder, die sind lose auf der Welle. Ich nenne sie mal Losräder. Und es gibt Zahnräder, die sind fest auf der Welle. Die nenne ich mal Festräder. Ich denke, diese Nomenklatur dürfte relativ eingängig sein. So, und was man auch sieht, ist, dass sich Losräder und Festräder abwechseln. Hier habe ich 2 Losräder und 3 Festräder. Und jetzt schaue ich mir mal die Ausgangswelle an. Hier auf der Ausgangswelle ist es zunächst auch so, dass die verschiebbaren Elemente Festräder darstellen. Das heißt, die sind fest mit der Welle verbunden. Ich halte hier das Antriebsritzel fest und ich kann das nicht drehen. Und dieses verschiebbare Element, dieses verschiebbare Zahnrad kann ich auch nicht drehen. Aber ich kann im Leerlauf diese 3 drehen. Das heißt, hier habe ich 3 Losräder und 2 Festräder und auf der anderen Seite, auf der Eingangswelle, war es genau umgekehrt. So, und nun liegt natürlich die Vermutung nahe, dass sich immer ein Losrad und ein Festrad gegenüber befindet und im Eingriff befindet. Und genauso ist es auch. Wir haben gesehen, in der Mitte ist das Festrad auf der Eingangswelle, da ist hier das Losrad. Dann hatten wir auf der Eingangswelle 2 Losräder, das sind hier Festräder. Und auf der Eingangswelle hatten wir das äußere und das innere Rad, waren Festräder, das sind hier Losräder. Also Eingangs- und Ausgangswelle sind so im Eingriff, dass immer ein Festrad auf ein Losrad trifft. Und die verschiebbaren Elemente hier sind immer Festräder. Diese Erkenntnis halten wir jetzt einfach mal fest. Festrad trifft immer auf Losrad und Festräder sind nicht immer verschiebbar. Es gibt auch welche, die nicht verschiebbar sind. Aber die Räder, die verschiebbar sind, sind auf jeden Fall immer Festräder. Das heißt, fest mit der jeweiligen Welle verbunden, aber auf dieser längs verschiebbar. Und mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf baue ich das Getriebe jetzt mal komplett zusammen, und zwar in der Unterhälfte des Motorgehäuses. Ich habe jetzt die beiden Getriebewellen wieder vereint und in die Unterseite des Motors gelegt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal im Leerlauf. Im Leerlauf ist es ja so, wenn wir an der Ampel stehen, das Hinterrad steht, das Antriebsritzel steht und der Motor läuft. Die Kupplung ist nicht gezogen, wäre aber für den momentanen Fall auch nicht besonders relevant. Da die Kupplung ja meistens sowieso etwas durchrutscht, auch wenn es gezogen ist, beziehungsweise mittransportiert. Die Eingangswelle wird also vom Motor angetrieben und die 3 Festräder, die beiden festen Festräder und auch das bewegliche Festrad, müssen sich zwangsläufig mit der Eingangswelle mitdrehen. Und da die 3 Losräder auf der Ausgangswelle damit fest verzahnt sind, müssen die sich zwangsläufig auch mitdrehen.
So, so funktioniert also der Leerlauf im Stand. Was passiert jetzt, wenn uns der Sprit ausgegangen ist und wir das Motorrad zur nächsten Tanke schieben? Das Hinterrad dreht sich, also dreht sich auch zwangsläufig über die Kette fest verbunden das Antriebsritzel. Also die Getriebeausgangswelle. Die Getriebeausgangswelle hat zwei Festräder, beide sind längs verschiebbar, nämlich dieses und dieses. Und diese beiden Festräder müssen sich zwangsläufig mitdrehen. Und was tun sie? Sie drehen die beiden Losräder auf der Getriebeeingangswelle. Und diese Losräder sind mit der Getriebeeingangswelle normalerweise nicht verbunden, darum heißen sie auch Losräder. Sie können also frei drehen. Jo, das ist der Schiebebetrieb. Und damit werden die zwei Zustände, die im Leerlauf im Prinzip auftreten können, schon mal dokumentiert. Aber jetzt wollen wir endlich mal fahren und dazu schalten wir den ersten Gang. Der erste Gang kennzeichnet sich dadurch, dass er die stärkste Untersetzung bietet, sozusagen. Das heißt, das kleinste Zahnrad auf der Eingangsseite trifft auf das größte Zahnrad auf der Ausgangsseite. Das ist hier diese Paarung. So, da das ein Festrad ist und das ein Losrad ist, muss also diese Welle, die Ausgangswelle, jetzt mit diesem Zahnrad mitdrehen. Und um das zu bewerkstelligen, wird ganz einfach über die Schaltgabel dieses Zahnrad hier rübergeschoben. Und was dann passiert, ist genau das, nämlich dass der erste Gang eingelegt ist. Nochmal, das war der Leerlauf. Und zum Einlegen des ersten Ganges wird einfach das hier rübergeschoben. Das Ganze muss in Bewegung sein und zack, schon wird das Ding mitgenommen. So, und man sieht jetzt gleichzeitig auch, dass dieses Rad nach wie vor mit diesem hier im Eingriff ist. Zwar nicht mehr ganz, sondern nur noch halb, aber das macht ja nichts, da dieses Ding ja ein Losrad ist, überträgt das ja in dem Moment keine Kraft. Das heißt, dass die sich nur halb überdecken, ist völlig egal, weil hier keine Kraft übertragen wird. Die Kraft wird von hier nach hier übertragen und dann auf dieses Festrad, und dieses Festrad überträgt das hier über diese Verzahnung auf die Welle und aufs Antriebsritzel. Erster Gang. Jetzt kommen wir zum zweiten Gang. Der zweite Gang benötigt das nächstgrößere Rad auf der Eingangsseite und das nächstkleinere Rad auf der Ausgangsseite. Das ist diese Paarung. Das heißt, hier kommt der Antrieb her, dieses Rad dreht sich und wenn die Ausgangswelle jetzt sich mitdrehen soll, muss dieses Rad hier rüber geschoben werden. Und dann ist der zweite Gang eingelegt, weil dieses Rad im Prinzip ja ein Festrad auf der Ausgangswelle ist. Das klinkt sich dann hier auf diesem Zahnrad ein und nimmt das mit. Und hier, das dreht nach wie vor frei, weil es ein Losrad ist. Hier auch eine schräg, im Prinzip eine Schrägstellung, was aber auch keine Kraft überträgt. Die Kraftübertragung läuft von hier nach hier. Das ist der zweite Gang. Die Paarung des dritten Gangs ist diese hier. Und der wird eingeschaltet, indem das hier rüber geschoben wird. Das heißt, dieses Festrad klinkt sich in dieses Losrad ein und der dritte Gang ist eingelegt. Die Kraft wird jetzt über dies hier übertragen. Jetzt kommt der vierte Gang. Der vierte Gang ist diese Paarung. Und das ist ja ein Losrad und das ist ein Festrad. Das heißt, dieses Losrad muss jetzt mit der Eingangswelle verbunden werden, weil dieses Losrad muss jetzt mit der Eingangswelle verbunden werden, weil dieses Festrad ist ja schon mit der Eingangswelle verbunden. Deshalb ist es ja ein Festrad. Und wenn die Kraft über dieses Ding laufen soll, muss praktisch dieses Zahnrad hier angetrieben werden. Das geschieht ganz einfach durch einen Schaltvorgang in der Eingangswelle, nämlich so. Und jetzt ist der vierte Gang eingelegt. Also quasi von so nach so legst du den vierten Gang ein. Und die Kraftübertragung läuft dann über diese beiden Räder. Und beim fünften Gang ist es ganz ähnlich. Die fünfte Gangpaarung ist dieses hier. Und auch hier haben wir ein Losrad und hier ein Festrad. Und wir müssen praktisch das Losrad hier auf dieser Eingangswelle mit der Eingangswelle koppeln. Das geschieht dadurch, indem das hier rübergeschoben wird. Und schon sind wir im fünften Gang.
Ja. Vierte und fünfte Gang wird quasi über die Eingangswelle geschoben, also über die Eingangswelle geschaltet. Erste, zweite und dritte wird auf der Ausgangswelle geschaltet. Und jetzt betrachten wir uns parallel dazu die Schaltwalze. Diese Bereiche hier, hier und hier, das sind die Neutralbereiche. Hier halten die Schaltgabeln die Zahnräder im Leerlauf, also in der Mitte, nirgends im Eingriff. So. Jetzt schalten wir den ersten Gang. Da haben wir ja gesehen, wir kommen vom Leerlauf, schalten den ersten Gang. Wir haben gesehen, dieses Zahnrad muss in diese Richtung. Zack. Das heißt, die Schaltwalze dreht sich in diese Richtung, nimmt die Schaltgabel mit und rastet hier. Das ist diese Grube, ist der erste Gang. So, jetzt drehen wir weiter, sind wieder im Leerlauf. Und jetzt kommen wir im zweiten Gang. Was passiert beim zweiten Gang? Hier ist ein Leerlauf, hier ist der Leerlauf. Und im zweiten Gang kommt dieses Ding zum Tragen. Das heißt, dieses Zahnrad von der ganz linken Schaltgabel, von meiner Sicht aus, wird hier reingetan. Diese Ausbuchtung ist genau das, was diese Bewegung hier vonstatten bringt. So, das ist der zweite Gang. Jetzt drehen wir weiter. Das wird wieder in den Leerlauf befördert. Das bleibt weiterhin im Leerlauf. Das ist die Spur, die hier das Ding treibt. Und dieses hier wird in diese Richtung befördert für den dritten Gang. Zack. Diese Ausbuchtung ist genau diese Bewegung. So, jetzt kommt der vierte Gang. Jetzt wird das Ding wieder in Leerlauf gebracht. Das Ding ist nach wie vor im Leerlauf. Und jetzt kommt die mittlere Schaltgabel zum Einsatz, die auf der Getriebeeingangswelle liegt. Die schaltet jetzt den vierten Gang ein, indem die dieses Ding hier rüber bringt. So, diese Ausbuchtung ist genau diese Bewegung. Wenn die Schaltgabel hier drauf reitet, macht das Zahnrad genau das. Und zwar vom Leerlauf aus kommt so. Jetzt will ich den fünften Gang schalten. Das Ganze dreht sich weiter auf dieser Schräge und diese Schräge bringt das Ding über die Leerlaufposition gleich rüber hinweg und zack, bringt das hier mit dieser Grube hier zum Einsatz. Mit dieser Bewegung. So. Damit sind die fünf Gänge, die fünf Positionen hier auf der Schaltwalze, auf dieser Kulisse abgebildet. Das war's auch schon. Jetzt will ich noch mal was zum Schalten im Stand sagen. Angenommen, ich mache den Fehler, es ist auch ein Fehler, im fünften Gang an der Ampel stehen zu bleiben. Das Motorrad steht einfach im fünften Gang. So, jetzt fange ich an runterzuschalten. Der fünfte Gang ist hier eingelegt, wie man deutlich sieht. Und jetzt schalte ich in den vierten Gang im Stand. Die ganzen Zahnräder stehen logischerweise, die Kupplung ist gezogen. Wenn das Hinterrad steht, steht dieses ganze System. So, jetzt schalte ich in den vierten Gang. Zack, das geht prima. So, jetzt will ich in den dritten Gang. Was passiert? Dieses Ding kommt wieder in die Mitte. So. Und dieses Ding soll jetzt da rein. Und was passiert? Nichts. Es geht nämlich nicht. Weil nämlich diese Schaltklauen momentan so ungünstig stehen und nicht in ihre Gruben da rein können. Das heißt, ein stehendes Motorradgetriebe ist unschaltbar. Was muss ich machen? Ich muss meine Füße runternehmen und muss die ein bisschen hin und her fahren, bis es also geht, dass das hier reingeht. So. Also, das ist im Prinzip der Grund, warum man im Stehen nicht schalten kann, warum man das immer während der Fahrt machen muss. Weil im Stehen kann die Position dieser Komponenten so gegeneinander sein, dass es einfach nicht hineingeht. Ich zeige das also nochmal von der Seite. Diese Klaue hier, oder diese Klauen wollen in ihre Lücken. Es geht aber nicht, weil die Lücke gerade nicht an dieser Position ist. Ich muss also daran ein bisschen drehen. Das heißt, ich muss das Fahrzeug bewegen, damit das da hineinpasst. Und dann komme ich erst in den dritten Gang. Es ist daher eine gute Idee, nicht anfangen wollen, die Gänge sortieren, wenn man schon steht, sondern
noch während man fährt, während das Motorrad rollt, sollte man die Gänge sortieren, sollte im Leerlauf landen oder im ersten Gang und die Kupplung dann gezogen lassen, wenn man gleich wieder weiterfahren will. Aber nicht im Stand versuchen, das ganze Getriebe durchzuschalten. Das hakt und hängt und funktioniert nicht richtig. Da muss man ab und zu mal hin und her rollen und dann geht das dann schon, aber es ist nicht so gedacht. An dieser Stelle hier möchte ich noch mal ein Wort zum Sechsganggetriebe verlieren. Drei Schaltgabeln können immer sechs Gänge schalten, weil nämlich jede Schaltgabel zwei Positionen einnehmen kann, nämlich rechts und links. Jetzt von euch aus gesehen ist hier rechts und links. Ja. Bei einem Fünfganggetriebe fehlen einfach auf der einen Seite dieses Schaltelements, dieses verschiebbaren Schaltelements, fehlt auf der einen Seite der Satz mit Schaltklauen. Der fehlt hier. Man müsste hier ganz einfach das Getriebe verlängern, hier auseinanderziehen und hier noch ein Zahnradpaar einbringen, genau hier an diese Stelle. Und dann hier an dieser Stelle, so wie es auch hier gemacht ist, ganz einfach ein Doppelklauenpaar anbringen, eins für rechts, eins für links, so wie es hier ist. Hier ist eins auf beiden Seiten. Und genau sowas müsste man hier auch haben. Und hier noch ein Zahnradpaar einfügen. Dann hätte man ein Sechsganggetriebe. Hier nochmal in Nahaufnahme, das was ich meine, hier an dieser Stelle fehlt einfach der Klauensatz, der hier an der anderen Stelle hier nämlich vorhanden ist. Hier auf dieser Seite fehlt er. Und hier wäre der Klauensatz für den sechsten Gang. Natürlich bräuchte die Schaltwalze eine Raststellung mehr und die Spuren müssten ein bisschen länger sein oder müssten ja, ganz einfach ein bisschen feiner verlaufen, sodass auf dem ganzen Umfang auch die Spuren Platz haben. Aber im Prinzip ist der Unterschied zwischen einem Fünfganggetriebe und einem Sechsganggetriebe eher marginal. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum man auch einem hubraumstarken Motorrad wie der CB1300 oder der MT01 nicht ein Sechsganggetriebe spendiert hat. Es ist nicht so viel mehr. Oder es wäre nicht so viel mehr gewesen. Und bei anderen Motorrädern macht man es ja auch. Die 1400er Kawasaki hat 6 Gänge. Die K1300R, die ich mal einen Sommer lang fahren durfte, hat 6 Gänge. Also es ist nichts Ungewöhnliches, auch bei großen, starken Motoren 6 Gänge zu machen. Aber hier hat man es halt nicht getan. Übrigens ist das hier das Antriebsritzel von der MT01. Das passt also wunderbar auch auf die Ausgangswelle von der CB1300. Vielleicht ist es eine Firma, die für die ganzen Japaner die Getriebe baut. Ich weiß es nicht. Jedenfalls passt das Ganze. Zumindest hat es eben noch gepasst. Jetzt passt es wieder. Ja, ich denke, wie das Schalten funktioniert, dürfte jetzt relativ klar sein. Losräder gegenüber von Festrädern, eine Kurvenkulisse, die das Ganze mit Schaltgabel hin und her schiebt und schon ist es erledigt. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man es mal gesehen hat. Nur jetzt will ich noch zeigen, wie es technisch realisiert ist. Ich will also mal diese Eingangs- und Ausgangswelle einfach mal auseinanderfädeln, damit man mal ganz genau sieht, wie ist ein Losrad gelagert, wie ist ein Festrad fest. Und wie sieht das eigentlich im Detail aus? Das mache ich jetzt. Ich hebe die Wellen jetzt mal raus und schaffe das Gehäuse weg. Bevor man also so eine Getriebewelle auseinanderfädelt, sollte man mit sich selbst eine Ablagenstruktur vereinbaren und die strikt einhalten, speziell dann, wenn man das nicht jeden Tag macht. Und ich bin auch einer, der sowas nicht jeden Tag macht, weil es kommt sehr darauf an, wie rum die Sachen wieder reinkommen. Es gibt da Ringe und es gibt Scheiben, die haben scharfe Kanten, die haben weniger scharfe Kanten und die müssen alle richtig rum rein, damit das Getriebe gut und verschleißfrei funktioniert. Ja, ich mache das also so, dass ich hier die Sachen abziehe und so hinlege, diese Richtung kippe. So. Was haben wir hier? Hier haben wir das Lager, mit dem das Ding im Gehäuse steckt. Dieses Lager ist ein Nadellager. Man kann also hier den Nadelträger schön sehen. So sieht das also aus. Und ich stecke das so rein, wie es gehört. Dann kommt hier eine Scheibe. Die lege ich so drauf, wie es gehört.
und legt es erstmal zur Seite. Dann kommt hier ein Rad. Ein Zahnrad. Und dieses Zahnrad ist also ein Festrad. Was man daran sieht, dass es innen eine Verzahnung hat. Ich hoffe, der Fokus bleibt erhalten, wenn ich das ein bisschen hoch tue. Das hat also innen eine Verzahnung auf dieser Welle. Und das lege ich jetzt so dahin. Und dann kommt ebenfalls auf dieser Verzahnung eine Scheibe. Diese Scheibe gehört allerdings eher zum nächsten Rad dazu. Das hält nämlich das nächste Rad fest. Das sieht nämlich so aus an dieser Stelle. Diese Konstruktion hält das nächste Rad fest. Das geht jetzt nämlich nicht so ab. Das ist jetzt ein Losrad. Das geht jetzt nicht so ab. Da muss man nämlich diesen Deckel hier hoch machen. So. Und dann kann man hier ein Teil um 90 Grad drehen. Das heißt nicht um 90 Grad, um wenige Grad drehen. Das geht nur zu drehen, wenn dieses obere Ding hier ab ist. Das ist eine ziemlich trickreiche Konstruktion. Nur wenn ich das hier abgemacht habe, das ist ja selbst verzahnt, wird dieses Ding, wenn ich es ein ganz kleines Stückchen hoch tue, drehbar. Und dann kann ich es so drehen, dass diese Zähne mit der Welle fluchten. Und nur wenn diese Zähne mit der Welle fluchten, kann ich dieses Ding abnehmen. Das ist die Runterrutschsperre für dieses Losrad. Und hier kann man es schön sehen, wie das aufgebaut ist. Die Zähne und diese Sperrding dahinter sind um wenige Grad versetzt. Das heißt, das geht in die Lücke und das geht in das Ding, deshalb sperrt das. Und hier ist nämlich, das ist der Trick, eine Furche in dem Zahnkranz auf der Welle. Das zeige ich gleich. Aber zunächst mal kann ich jetzt dieses Losrad abnehmen. Das hat nichts mehr drin, dieses Losrad. Das ist okay. Das lege ich so ab. Dieses Losrad ist deshalb ein Losrad, weil es hier auf einem Ring aufgesetzt ist. Dieser Ring verhindert praktisch eine Verzahnung, logischerweise, und dieser Ring bildet ein Gleitlager und der bildet einen Abstand zur Verzahnung. So. Dieser Ring selbst ist jedoch verzahnt, wie man sieht, aber das macht nichts, das ist eigentlich egal. Der Ring kann sich nicht drehen, aber das Losrad dreht sich auf diesem Ring. So sieht das aus. Guter Trick. Hier kommt wieder so eine Konstruktion. Das heißt, das ist einfach eine Unterlegscheibe. Und hier, was man hier sieht, das ist diese Nut, von der ich gerade gesprochen habe, wo dieses Ding hier angreift. Diese Dinger, die hier nach innen gehen, greifen hier in dieser Nut an. Deshalb hält das an der Stelle. So, und das saß also so drauf und ich ziehe das so ab und lege es weg. Was dann kommt, ist ein Sägerring. Dieser Sägerring ist der Anschlag für diesen verschiebbaren Schaltmechanismus, für den Schaltklauenträger. Der hat einfach seinen Anschlag an dieser Stelle. Und wenn man den abziehen will, muss man den Sägerring abmachen. Man braucht also auch eine Sägerringzange, um so ein Getriebe aufzufädeln. Ich bemühe also jetzt mal die Siri-Zange, dehne das hier leicht auf und helfe dem ein bisschen hier über diese Hürden. So. So saß das Ding also drin, so lege ich es ab.
Jetzt kann ich diesen Schaltklauenträger, der ja ein Festrad darstellt, einfach abziehen. So sieht das Ding also aus. Hier sieht man ein Ölloch, hier kann Öl durchdringen. Das hier ist im Prinzip die Lücke für die Schaltklauen, die von der anderen Seite kommen. Hier ist die Verzahnung auf der Welle, deshalb ist es ein Festrad. Und hier sind die Schaltklauen auf der anderen Seite. Dieses Ding kann in beide Richtungen schalten, hat also Schaltklauen auf beiden Seiten. Und hier in der Mitte sitzt also die Schaltgabel. Das ist also der Punkt, wo die Schaltgabel ansetzt und dieses Ding verschiebt. Ja. Und jetzt wird sie alle anderen Komponenten abgelegt. Hier kann man sehen, kommt wieder ein Sägerring, der dieses Teil hier, dieses Losrad festhält. Hinter dem Sägering kommt noch eine Abstandsscheibe, auch mit Verzahnung. Und dann kann ich dieses Losrad abmachen. So sieht das aus. Hier befindet sich wieder eine Gleithülse und eine Unterlegscheibe. Und hier, das ist das Lager. Mit dem Lager sitzt das Ganze hier im Motorgehäuse. Dieses Eingangswellenlager schlägt also hier an diesem Zahnrad an. Das müsste das Zahnrad vom ersten Gang sein, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn man das jetzt abmachen müsste, weil es kaputt ist, müsste man es hier von der Achse runterpressen. Das heißt, man müsste das hier irgendwie unterstützen, mit dem Hydraulikstempel von da oben drauf kommen. Oder mit einem Hammer oder mit sonst irgendwas. Ich werde das jetzt nicht tun, weil das stresst ja ein sinnloses Material. Und ich will das Getriebe nicht kaputt machen. Ich habe ja eine CB1300, vielleicht brauche ich das Getriebe ja nochmal. Ja, in dem Zustand werde ich es jetzt lassen. Man sieht hier auch überall Ölaustrittslöcher. Man sieht, wie ich ja schon im Zerlegungsvideo gesagt habe, dass diese Welle hohl ist. Und da wird also Öl reingefüllt während des Betriebs. Und hier aus diesen Löchern, da ist eines und hier ist auch noch eines. Und hier vorne kann das Öl also austreten und diese ganzen Geschichten schmieren. Ja, es sind ein paar Löcher auf dem Radius oben verteilt, auf der Oberfläche. Ja, das sind jetzt quasi die Einzelteile des Getriebes, die das bewirken auf der Eingangswelle, was ich da vorher schon dargestellt habe. So wird es gemacht. Verzahnungen, wo Verzahnungen hin müssen. Und Gleithülsen, wo Losräder hin müssen. Und damit ist es eigentlich alles relativ einfach. Ich fädel das jetzt alles wieder in der umgekehrten Reihenfolge zusammen. Leg das also so hin und klappe das so hoch.
Der Sägering nötigt ein bisschen zur Fummelei, weil er natürlich überall einrasten will, in sämtlichen Kohlen, auch die, die ihm nicht zugetan sind, also wo er eigentlich nicht rein sollte. Aber letztendlich schafft man es dann doch, ihn wieder an Ort und Stelle zu bringen. Und wenn es Klick macht, dann passt wieder alles. Dann kommt wieder ein Sägering. Das war ja der Anschlag für das Ding. Dann kommt diese Scheibe. Die ist auf der einen Seite scharf, auf der anderen Seite ist abgerundet. Also ist es unbedingt wichtig, dass man sich diese Dinger merkt, dass die scharfe Seite kommt immer dahin, wo sich nichts bewegt. Man sieht ja hier, das ist die scharfe Seite, und die scharfe Seite, wenn die sich gegen irgendwas sich Bewegendes stoßen würde, würde sich das da reinfräsen und einschneiden. Hier ist ja der Sägering, der ist ja fest, da wo er ist, der kann ja dann nicht weg. Und das Ding bewegt sich nicht, weil das verzahnt ist. Das heißt, hier kann die scharfe Seite gefahrlos an diesen Sägering dran. Und die nicht so scharfe Seite, die geht gegen diese bewegliche. Das heißt, die Gleitbuchse ist auch nicht beweglich, hier wäre sogar egal gewesen. Aber hier wird es dann nicht mehr ganz egal, weil das bildet ja den Anschlag da. Wenn der scharfe Kanter hier oben dran wäre, würde das hier gegen das Rad schleifen und da einfräsen. Deshalb ist es ziemlich wichtig, dass scharfe Kanten weg von beweglichen Teilen platziert werden. Jetzt kommt diese Konstruktion wieder, diese Sperrkonstruktion. So, die wird hier hingelegt. Jetzt kommt dieses Ding drauf und dann kann sich nicht mehr drehen und dann kann das nicht mehr weg. So, dann kommt dieses Rad, dieses Festrad. Und dann kommt diese Scheibe und das Lager. Ja, das war die Getriebeeingangswelle. Jetzt kommt die Ausgangswelle und das wiederholt sich schon irgendwo, muss man sagen. Ja. Also, machen wir es einzeln. Die Scheibe bleibt noch drauf. Das ist also das Lager. Ebenfalls wieder ein Walzenlager oder Nadellager, wie man es auch nennt. Warum das hier so Einbuchtungen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise tritt hier ein bisschen Öl aus und dient der Schmierung. Dann kommt einfach eine Scheibe, die lege ich so da drauf. Und legt das weg. Dann kommt, halt nicht alles gleichzeitig. Nicht alles gleichzeitig. So. Hier kommt das erste Losrad. So sieht das also aus. Hier ist der Eingriff der Klauen von der Gegenseite, die wir gleich sehen werden. Jetzt mal weg. Das Losrad schwebt also auf einem Nadellager. Ich stecke es mal wieder rein ins Losrad. Und danach kommt diese Scheibe. Die lege ich drauf. Und dann kommt das Zahnrad mit dem Klauenschaltelement. Wie diese Dinge also zusammengehören. Also man kann es, denke ich, ganz gut sehen.
Als nächstes kommt wieder ein Sägering. Den lege ich so weg, dann kommt dieser gezahnte Abstandsring, den lege ich auch weg. Dann kommt dieses Rad, das schwebt auf dieser Hülse, das lege ich so weg. Mitsamt seiner Hülse, das ist also wie man sieht, ein Losrad. Dann kommt wieder so eine Konstruktion, so eine Wilde, wie wir eben schon hatten, wo man ganz einfach oben die Scheibe anheben muss. Weglegen kann, dann die um ganz wenige Grad drehen. Dann kann man das nächste Schaltelement abziehen. Mit seinen Klauen. Jetzt ist noch ein Losrad da und da gibt es noch einen Sägering für. Hier ist noch eine Scheibe. So. Und hier noch ein Rad, ein Losrad mit der Schale. So, fertig. Was übrig bleibt, ist hier das Ausgangslager. Das hat also hier einen Anschlagring. Und das ist ziemlich groß, ziemlich dick. Das ist also ein doppelter Kugelsatz. Also ein Kugelsatz schwebt hier unten und der andere Kugelsatz schwebt auf der anderen Seite. Man kann also hier den Wellendichtring rausziehen. Den Wellendichtring kann man also nicht nach außen rausziehen ins Gehäuse. Wenn das mal kaputt geht beim Motorrad, muss man das Ding aufmachen, das Getriebe auseinander machen, den Motor auseinander machen und dann kann man diesen Dichtring wechseln. Das ist ja nicht unbedingt besonders servicefreundlich, aber das ist bei den meisten Motorrädern halt so. Und hier sieht man den zweiten Kugellagersatz. Also der hat einen doppelten Kugellagersatz. Einer, der ungefähr hier rollt, einer, der hier rollt. Das ist also ein extrem kräftiges Lager, da wo das Antriebsritzel drauf sitzt. Und das ist wohl der großen Leistung und dem Drehmoment dieses Motors geschuldet. Bei der CBF 1000 beispielsweise, da ist dieses Lager gerade halb so dick, genau die Hälfte. Ja, also das ist schon ein Brocken, muss man ganz klar sagen. Und hier oben hat es einen Ring, sodass ich es nicht im Gehäuse verschieben kann. Man muss also auf jeden Fall die Gehäusehälften trennen, wenn man dieses Lager austauschen will. Das ist bei der CBF 1000 nicht der Fall. Da kann man das Getriebe rausziehen, ohne den Motor auszubauen. Man kann das Lager wechseln, ohne den Motor auszubauen. Das ist toll. Und hier ist noch so ein Haltetapfen. Auch noch zusätzlich als Verdrehschutz, weil dieses Ding, dieser Ring, dient zwar als Verschiebeschutz in diese Richtung, aber nicht als Verdrehschutz. Und dieser Zapfen hier, der hier macht noch Verdrehschutz. So sehen also diese Brocken des Getriebes aus in der Reihenfolge. Waren sie aufgefädelt auf der Ausgangswelle und in der Reihenfolge müssen sie auch wieder rein. Und wenn jetzt einer kommt und einem bös will und einem die ganzen Zahnräder durcheinander wirft, nicht verzweifeln. Im Werkstatthandbuch steht alles drin, wie es zusammengehört. Hier wird erstmal erklärt, wie man die Lager abbekommt, welches Werkzeug dazu benutzen ist. Dann gibt es für die ganzen Gleitlager der Losräder, gibt es Verschleißgrenzen, wie man hier sieht. Die könnte man jetzt alle nachmessen, das will ich jetzt nicht tun. Das wird, glaube ich, ein bisschen zu langweilig. Und hier gibt es also Abbildungen, wenn wirklich alles durcheinander gerät, wie das zu sein hat und in welcher Reihenfolge.
Und hier auf diesem Bild sieht man ganz schön, wo scharfe Kanten sind und wo Rundungen sind, die irgendwie ineinander oder aneinander stoßen müssen. Das ist sozusagen der Schaltplan der Getriebewelle. Ja, das mechanische Pendant eines elektrischen Schaltplans, kann man schon fast sagen. Ist nicht so leicht zu lesen, aber wenn man es mal live gesehen hat, dann kann man diese Komponenten doch, denke ich, relativ einfach wiedererkennen und kann aufgrund dieses in Anführungsstrichen Schaltplans das Problem des Durcheinandergeratens wieder lösen. Ja, das gilt natürlich sowohl für die Eingangs- als auch für die Ausgangswelle. Hier sieht man das dicke Lager von der Ausgangswelle. Hier sieht man, dass dieser eine Ring Keilwellenring heißt, der da mit dieser Sicherungsscheibe da festgemacht ist. Das sind so Namen, die ich halt auch zwar alle schon gelesen und gehört habe, aber ich irgendwie wieder vergesse, logischerweise. Aber gut. Wenn man jetzt Getriebeprobleme hätte, würde man sich die ausgebauten Teile sehr genau anschauen. Abgebrochene Zähne, Pitting oder die Verschleißgrenzen, die ich eben im Werkstatthandbuch gezeigt habe, genau nachmessen und schauen, wo es halt klemmt und wo irgendwas außerhalb der Toleranz ist und wo möglicherweise Ersatz beschafft werden muss. Besonders kritisch und wichtig sind beispielsweise auch die Schaltklauen, gerade die Dicke hier von diesen Dingern. Wer sich noch an den Film mit dem Zweitaktmotor erinnert, da waren die Schaltklauen hier durchgeglüht quasi. Und die sehen also noch fast neu aus. Gerade beim Schalten ohne Kupplung kann es also passieren, wenn man immer Spannung auf der Schaltklaue hat und die reibt dann in ihrer Spur, dass das einfach zu heiß wird, dass es abreibt und ja, durchglüht, wie man das bei einem Zweitaktmotor gesehen hat. Also solche Dinge können Getriebe beschädigen, das ist ganz klar. Aber hier das Getriebe, da ist mir keine Probleme bewusst oder übermittelt worden. Dieser Motor wurde ja außer Betrieb genommen, weil die Motorhalterung gerissen ist und nicht wegen irgendwelchen internen Problemen. Also werde ich das jetzt wieder auffädeln und damit, ja, aber da müsst ihr mir nicht zuschauen, glaube ich, das wird dann doch zu langweilig. Ich denke mal, ich beende diesen Film hier und hoffe, es war interessant. Ich denke, wir haben alle was gelernt und bis zum nächsten Mal bei Zams Channel.